Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Soda Dungeon. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. So, ich habe gedacht, okay, startst du in der Leere auf das Bär halt nochmal einen Run. Und naja, mal gucken, du wirst halt schon ein bisschen weitergehen können. Aber es hört einfach nicht auf. Also ich habe zwischendurch die Relikte nochmal ein bisschen gelevelt. Da können wir gleich nochmal gucken. Aber ich bin hier halt in Level 11.700 noch was und es hört nie auf. Es macht keine Anzeichen davon, langsamer zu werden. Und es macht mir so ein bisschen Angst. Mag auch mit daran liegen, dass der erste Dark Mage im Moment einfach 100% Crit-Chance hat, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube ja, den konnte ich so ausstatten. Aber es ist halt einfach gerade so, okay. Like, he one-shots everything. So, was? Es hört halt echt nie auf, ne? Und ich bin versucht, es einfach abzubrechen. Und an der Stelle einfach wieder einzusteigen. Einfach weil, was zur Hölle? Ich dachte, ich wäre im Hauptdungeon noch gar nicht so weit. Wie weit bin ich denn im Hauptdungeon gegangen? Ist die Lair of Despair nicht an der Stelle gecapped? Also ist da nicht das Max-Level das, was man im Hauptdungeon auch hat? Komm, die Bossgruppe machen wir eben noch. Wow, ich habe den Knight verloren? Okay. Hab ich das denn geschafft? Okay, dann ist der Run aber wahrscheinlich eh so gut wie vorbei. Also müssen wir jetzt halt nur einmal ambushed werden und dann machen die wahrscheinlich so viel Schaden, dass die Helden instant killen. Yep. Na, nicht ganz. Ja, wobei ist halt die Frage, wie oft Ambushes kommen, ne? Und wie viele Gegner dann da sind. Also theoretisch kann das halt auch einfach noch... Ah, wobei... So ein Area-Boss kann da natürlich auch mal was raushauen. Oder auch nicht. Es ist echt gerade ein bisschen krass. Hätte ich echt nicht mitgerechnet. Gott, wir werden so viele Items haben. Ich weiß gar nicht, bei welcher Area habe ich den Running gestartet. 6.000? 6.500? 7.000? Irgendwie so? Okay, das dürfte so ziemlich gewesen sein. Ja, alles klar. Okay, dann ging das dann doch schneller als gedacht. Fabulous Armor. Großartig. Candy Shell Level 8. Cupid Costume. Marvelous Claws nochmal. Okay, das ist alles total super. Das ist alles richtig gut. 6 Caps bekommen, das ist auch richtig gut. Also für meine Verhältnisse. Aber das bedeutet nämlich, wir können einmal Tab Select jetzt kaufen. Und die Void Cola. So, wie handle ich denn hier jetzt den Tab Select? Den Gladiator möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte dann. Toggle Tabs to customize your hiring pool. Ja, ja. Möchte ich, aber. Aber wie? Und vor allem, wie funktionieren die Shifter? This class can learn the abilities of other characters. See the equip screen for more information. Okay, dann möchte ich auf jeden Fall. Na, eigentlich fast. Schon 2 davon haben. Wobei. Ich muss jetzt mal was nachgucken. Habe ich? Ah, okay, da habe ich noch 27 Minuten Cooldown. Okay, ich brauche auf jeden Fall einen Dark Mage. Und ich brauche auf jeden Fall einen Knight, den ich nicht habe. Wo mache ich denn das Tab Select jetzt? Ah, ich kann hier die Sorders einfach einstellen, okay. Nee. Ich muss mal nachgucken. Okay, Conjurer können auf jeden Fall weg. Sorder Junkies, also die brauche ich im Moment auch nicht. Quatsch, falsches
gemacht habe. So, hier, so, das kann noch weg. Und das kann eigentlich auch weg. Nein, und das vorletzte kann weg. Und das vierte kann weg. Also sprich, Fury Extreme, wenn ich das ausschalten kann, kann weg. Und die Regalkohle. Als wenn sie so heißen wird. Oh, ich hab total Bock auf eine... Na, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Ich hab total Bock auf eine Kohle. Auf eine spezielle. Hab ich gerade richtig Bock drauf. Ach, diese Arschsteuer. VIP. So, dann kann ich jetzt nämlich die noch ausstellen. Und außerdem die noch. Und dann... Na, so habe ich mir das doch ungefähr vorgestellt. Okay, more Dark Mages. More Dark Mages in the night. Alright. You don't have any shifting stones. The shifter will collect them when watching allies in battle. Alright. Macht das Sinn? Nee, nee, das macht gerade gar keinen Sinn, was ich hier veranstalte. Nee. Switch it. Ja, wobei doch, das ist total okay. Du kannst da schon... Ihr müsst mal tauschen. Und eventuell möchte ich einen Dark Mage jetzt noch gegen einen Thief austauschen. Glaube ich. Ach, was mache ich denn hier? Du und du und du und du. Aber wobei, macht das jetzt schon Sinn? Ich weiß halt noch nicht, wie das mit den Stones funktioniert. Muss ich gleich mal gucken. Was macht denn die Fabulous Armor? Damage Reduction? Ja, nee. Damage Reduction und Hitpoint Regen? Nee. Brauche ich halt alles nicht. Was ich brauche, ist Boost to Magic Attacks. Die Frage ist, macht das wirklich noch Sinn? Hier sind wir nämlich nur bis 9000. Und hier sind wir bis... Ich bin ein bisschen überrascht. Ehrlich gesagt, aber okay. Dachte, das geht nicht, aber alright, sind wir in der Lair of the Spell und so weiter. So sehen die Relikte im Moment aus. Und da machen wir auch noch ein bisschen was. Auf jeden Fall das Dark Mage Relic geht auf jeden Fall noch weiter. Mist, ein überlevelt. Na gut, dann müssen wir jetzt wohl 55 draus machen. So, hier kriegen wir halt schon 1200 Boost. To Magic. Beziehungsweise jetzt 1350. Die Frage ist wirklich... Wenn wir da 1350% kriegen, lohnen sich die 28% hier? Oder nehme ich da lieber was anderes? Die Frage ist halt, wird das additiv oder multiplikativ verrechnet? Wahrscheinlich eher additiv. Und dann würde es bald schon eher Sinn machen... Ja, die Crit-Chance hier wird sich halt nicht auf Map, dann kann ich halt fast eine Midas Plate nehmen. Haben wir eine Rüstung mit Chance auf Magic Crit? Nicht wirklich, ne? Damage Reduction und Evade. Ja, die macht dann noch einen ganz guten Schadensboost an sich. Und halt... Ja, der Life-Bonus ist okay, aber... Gut, einfach weil ich mich gerade nicht anders entscheiden kann. Gerade echt unsicher bin. So, dann bekommst du eine Midas Plate. Du bekommst sowieso eine Midas Plate. Der Knight kann... kriegt eine Demon Lord Armor. Der Shifter kriegt... hauptsächlich nicht aufs Maul. Das wäre super. Schaden macht er ja noch nicht. Das heißt, er kriegt erstmal ganz viel Evasion. Sieht das pansig aus. So, dann kriegst du auf jeden Fall wieder das Ding.
30 magische Crit-Chance. Wir haben ja Magie-Crit-Chance, haben wir ja. Nee, Moment, das ist Crit-Damage. Zählt das eigentlich auch mit als Magie-Crit-Chance? Ich bin mir da echt unsicher. Gab es noch was für extra Magie-Chance? Für extra Magie-Crit? Ach, keine Ahnung. Ich bin so verwirrt, ey. Anyways, Candy Shell ist es nicht. Genau, Physik und Magic Attacks, das ist die gute Idee. Wobei, ganz ehrlich, das Bunny Shield ist gar nicht mal so geil. Das macht halt 34% zu magischen und zu physischen Attacken. Das Ding macht zwar nur 33% zu beiden, hat aber auch noch 37% Damage Reflection, was egal ist, hat dafür aber mehr Leben und mehr Attack. Und halt nur 5 Mana-Punkte weniger, dann nehme ich doch lieber das Shield of Kinix. Das rockt da irgendwie deutlich mehr. So, dann kriegen wir... Ah, genau, nee, hier haben wir halt 60% Magie-Crit-Chance drauf, deswegen war das so viel. Und dann haben wir da 30, dann sind wir nämlich schon bei 90. Und hier kriegen wir nochmal 20 und dann haben wir halt 110, also beziehungsweise 100% Magie-Crit-Chance. Das ist soweit okay. So, und du kriegst hier Mrs. Candy Peitsche. Du eigentlich auch, oder? Weiß ich nicht, die Crit-Chance ist so lala. 55% Gold. Was sind wir denn für Alternativen? Aber das macht halt nur Better Items und kein Gold. Nö, dann Marvelous Claws. Weil mehr Gold auf jeden Fall. Dann kriegst du die. Nee, du kriegst schon mal für den Fall der Fälle. Wo ist es denn? Schon mal nochmal das Demon Sword. Und totalen Dragon Shield. Das finde ich okay. Der Thief kriegt dann hier 100% Gold. Ist auch 100% Gold. Im Moment haben wir. Also nicht 135%. 110% Gold. Gute Sache. 57% Crit-Chance ist natürlich auch richtig hart. Aber er kann halt prinzipiell, also wenn, müsste ich ihm was Evasion-mäßiges geben, aber er kriegt halt, glaube ich, auch einfach mal einen Goldfeind, oder? Ich weiß nicht, wie viel Schaden machen wird er wahrscheinlich nicht, oder? Gott, haben wir noch so eine Marvelous Claw, okay. Ja, keine Ahnung, kriegt er mal. Und dann, Magnet. Wishbone. Und dann... Dragonblood? Für den Thief? Naja, ist halt 20 zu allen Stats, ne? Das ist so der Punkt. Ja, das ist schon okay. Machen wir mal. Gott, es ist total früh am Morgen. Es sind hier schon total Sirenenalarm. Unglaublich. Okay. So, die Frage ist, machen wir jetzt in der Lair of Despair weiter? Oder versuchen wir, den Main Dungeon ein bisschen zu pushen? Ich glaube, ich hätte fast ein bisschen Bock, den Main Dungeon nochmal weiter zu pushen, auch wenn es eigentlich gar nicht so viel bringt, glaube ich. Aber andererseits, ich kann auf jeden Fall noch ein paar Essenzen ausgeben. Wir können auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen was machen. Ich kann auf jeden Fall mal auf 275 ziehen, das ist okay. So, dann könnte ich halt immer noch in die Lair of Despair gehen. Aber Lair of Despair, Main Dungeon? Ich glaube, wir machen das mal den Main Dungeon. Ja. Ja.
Die Frage ist, also kriegt der Shifter das jetzt halt automatisch oder muss der vorne stehen? Das ist natürlich auch die große Frage. Vielleicht sollte ich mir dazu mal was durchlesen. Ich schreibe immer Soad statt Soda Dungeon. Immer System of a Down, warum auch immer. So, das Wiki hätte ich ganz gerne. Dann wüsste ich ganz gerne was über die Shifter. Pets Party. Party ist es doch wahrscheinlich. Die Shifter can learn any ability from another character. A shifter has no ability of its own, but rather can learn every skill of another class by storing the memory in a stone. Two such stones can be equipped at the same time, and together they take the place of one special item slot. Effectively, this character can have all the abilities of any two classes at a time. Stones must be leveled up by having the shifter in the same party as the desired class, and having the party clear a room full of enemies. Referred to as battles in-game. A room with doors counts as battle. Okay. Having more of the desired classes... Was? Having more of the desired classes present leads to an addition... Ah, so. Having more of the desired classes present leads to an additional level per battle. For example, completing a battle with three fighters will yield... 30 Fighter Stone Battles. Ah, okay. Having multiple Shifters in a party will not create multiple levels per fight. Okay, das macht Sinn. Okay, und ich brauche jetzt prinzipiell... Also die Frage ist, ob der das halt von allen gleichzeitig lernt. Also der würde jetzt quasi pro Kampf zwei Level für den Dark Mage bekommen, einen für den Thief und einen für den Knight. Okay. Und dafür müsste ich idealerweise 2000 Areas auf jeden Fall machen. Wenn dann der Stone schon, also wenn ich so den Stone überhaupt bekomme und wenn ich ihn dann... Also da steht halt überall nur, wie man die levelt, nicht wie man die bekommt. Aber ich schätze mal, das wird genauso funktionieren. Da müsste ich jetzt, um den Knight-Stein auf Max-Level zu bekommen, müsste ich halt 2000 Fights machen. Oh, für Dark Mage brauche ich Max-Level sogar. An dem Moment. Ich muss jeweils 2000, ne? Okay, also müsste ich 8000 Areas mit dem Knights machen, 9000 mit dem Dark Mage. Uff. Mit dem Thief. 6000 nur, das geht halt, aber das ist halt schon mal eine Ansage. Aber gut, ich kann das hier jetzt erstmal ein bisschen durchrauschen lassen. Ist ja prinzipiell okay. Da spricht ja erstmal, glaube ich, nichts gegen. Ja, dann gucke ich einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Und dann mache ich hier mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Einen... wunderschönen guten Tag. Nee, das hatten wir schon. Wir sind ja noch mitten in der Folge. es ist schon wieder so ein Run, der nicht aufhört. Wie viele Areas geht ihr jetzt? 5000 oder so? Keine Ahnung. Ich breche den jetzt an der Stelle einfach mal ab. Einfach um mal herauszufinden, wie das jetzt mit den Shifter Stones läuft. Das ist gerade mal irgendwie so die große Frage. Wir nehmen hier... Und es läuft und läuft und läuft. Und es ist halt so, okay. Oh mein Gott, er greift an. Und er heilt mich? Oder macht er Giftschaden? Ich bin mir unsicher. Verwirrt mich halt, dass die Zahl grün ist, aber okay. Whatsoever. Whatsoever.
So. Alright, angelic male, yeah, I don't care. Chicken? Why is that there? Ach komm. Verdammte Essenz-Dinger. Ich kann doch jetzt nicht einen Gegner mit Essenz da stehen lassen. Einen einzelnen vor allem. Alter. So, jetzt aber. Exit Dungeon, ja bitte. Irgendwas Tolles bekommen? Nein, Dragon Armors bis zum Erbrechen. Vier Caps. Ja, Batzen Gold. Okay, dokily. So, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Hab ich die jetzt für alle? Oder habe ich das nur für den jetzt? Okay, interessant. Das hier ist ein Dark Mage Stone, ja? Wow, Next Level Unlocks sind. Alter. Okay, das geht relativ zügig, aber okay, genau so funktioniert das, so hatte ich mir das vorgestellt. Ich muss halt nur die ganzen Skills quasi unlocken. Einmal. Wobei, eigentlich muss ich das gar nicht. Die Frage ist eben, ob der... Ich bräuchte eigentlich ein zwei... So, equip. Kann ich? Ah, okay, den kann ich jetzt quasi überall equippen, ja. Okay, das ist natürlich nice. Dann kann ich mir jetzt nämlich hier... ein Thief und hier einmal einen Nightstone dazu packen. Die müssen halt prinzipiell erstmal gar nicht weiter leveln. Achso, ja, mit was soll er auch switchen? Bescheuert. Die müssen halt prinzipiell erstmal nicht unbedingt switchen. Switchen? Nein, die müssen... Was? Gott, ich bin so verwirrt gerade. Die müssen erstmal gar nicht unbedingt weiter leveln. Die Frage ist nämlich, ob die eben auch die Statuseffekte von den jeweiligen Klassen mitnehmen. Das ist so die Frage. Also sprich, ob wir alle Truhen aufmachen beim Bossgegner und ob wir nur positive Sachen bei den Türen bekommen. Das ist eben genau die Frage. Und genau das probieren wir jetzt mal aus. Allerdings nicht ohne hier vorher Equipment zu verteilen. So, Power Suit Level 10. Die Rainbow Blade. Außerdem hattest du das Ding. Und du hattest das Ding und du hattest das Ding. Du hattest Ditte und Ditte. Ach, da ist natürlich, dass die jetzt keine entsprechenden Slots frei haben, aber das passt schon irgendwie. Midas, Midas. Midas. Marvelous Claws, Marvelous Claws, Marvelous Claws. Welcher ist denn der Knight? Du bist der Knight. Okay, dann kriegst du mal nicht die Marvelous Claws. Sondern kriegst mal das Dragon Sword. Und du kriegst mal die Marvelous Claws. Du hattest unfassbar viel Gold earned, ne? Genau, Gold earned, alright. Du bist 75% Crit-Chance. Aber eigentlich Statuseffekte und so. Just in case. Und dann nehmen wir noch ein Royal Shield mit. Jo, ich denke, das ist eine Sache, mit der ich erstmal leben kann. Erstmal und dann gucken wir jetzt einfach mal. Das wird schon schief gehen. Alter, das ist ein Schaden. Okay, tun sie nicht. Das ist natürlich denkbar ungeil. Frage ist, ob wir trotzdem alle... Okay, wir machen aber trotzdem alle drei Kisten auf. Die Frage ist, muss ich den Nightstone dann einfach weiter leveln? Das ist eine gute Frage.
Aber okay, dann, ja gut, die Party löst sich hier dann eh gleich auf. Komm, Exit Dungeon. Bringt ja so nix. Okay, dann können wir aber mal ganz kurz higher. Ja, ist auch völlig egal. Pursuit, bitte. Und das Ding und das Ding und das Ding und das Ding. Und ich glaube, ich muss das gerade mal speichern. So, und dann machen wir mal ganz kurz die Geschichte. Das ist halt einfach so lächerlich. So, ich meine, soll das so lachhaft einfach sein? Ich meine, das ist halt null Herausforderung. Aber es gibt halt auch kein höheres Level. Das ist halt so. Ne? Keine Ahnung. Gibt's nicht eigentlich noch mehr Relikte? Gibt's nicht eigentlich... Moment, das sind jetzt 4, 8... Gibt's nicht eigentlich... Ich habe irgendwo was gelesen von wegen, es gibt 27 Relikte. Das sind aber halt nur 20. Bin mir da unsicher. Habe auch mal die Screenshots gesehen, wo deutlich mehr Kram drauf war. Aber vielleicht kommt das, wenn... Vielleicht kann ich die Mystic Caps dann dafür ausgeben. Wenn der Wizard dann irgendwann mal fertig wird. Die Frage ist, wann ich das unlocke. Kann ich das nachlesen? Wahrscheinlich. Sollte ich zumindest können. Och, komm schon. Firefox hat zwischendurch immer so einen kleinen Lag-Anfall. Zumindest kurz nach dem Aufmachen. Gibt es eigentlich mal eine neuere Version? Ah, offenbar schon. Warum nutze ich eigentlich die 32-Bit-Version von Firefox? Niemand weiß das. Aber prinzipiell wollte ich ins Solar Dungeon Wiki. So, haben wir Tavern Upgrades, tja. Ah doch, Moment, da ist ein Punkt zum Wizard. Wizard? The Wizard can warp the player into the dungeon. Ja, toll. Zu einer anderen Funktion steht im Wiki nichts, das ist ja fantastisch. Okay, dann gucken wir doch mal unter Currencies. Vielleicht finden wir da zu den Caps ja was. Essenzen, Mystic Caps. Can be acquired, ja, das weiß ich. Automatically converted. Ja. Mystic Caps can be used to upgrade Relics plus 10 and plus 100. Okay. Also geht's damit schon deutlich einfacher. The cost of this is dependent on the Relic level. Upgrading Relics with Caps is always less efficient than with Gold. Okay. Also, however, at higher levels, Caps beats Gold, since with Gold you have to leave the dungeon every time you reach one. Yeah, okay. Aber okay, Relics. So, Mystic Cap Relics. These Relics become available after 50 Mystic Caps have been earned. Okay, also muss ich insgesamt 50 von den Dingern dann halt rauskriegen. Okay, das ist doch schon mal was. Was kriegen wir dann noch? Wir kriegen noch eine Soda, also tatsächlich noch so eine Brause. Plus 1% Boost für physische Attacken pro Relikt-Level, okay. Und dann kriegen wir noch Badges, nämlich für den Rage-Circle, den Gladiator, den Shopkeeper, den Wizard, den Owner und den Shifter tatsächlich, okay.
wobei die erst ab einer gewissen Menge an Caps freigeschaltet werden. Also das Rage Circle Relic wird bei 100 freigeschaltet. Das nächste dann bei 125, das für die Shifter erst bei 1000 Mystic Caps. Und die zusätzliche Soda, also das zusätzliche Soda Relic erst bei 10.000 Mystic Caps. Okay, das dauert alles ein bisschen. Alright, gut zu wissen. Ja, dann. Ich sagen du und du und du. Oh, wobei. Nee, nicht switchen. Fire, ja. Und du und du und du. Kann der nämlich noch ein bisschen lernen, das ist okay. Aber den Thief brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich nehme den trotzdem mal mit. Wen hatte ich jetzt? Ihn hatte ich. Okay, dann rauschen wir doch gleich mal irgendwie weiter durch den Dungeon. Im Moment, das ist der Knight, ne? Der Knight kriegt die Demon Lord Armor. Because he can. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich scheiße jetzt auf den Power Suit. Die 28%. Weg damit. Dafür lieber mehr Gold. Finde ich gerade deutlich besser. So. Wenn ich mir das gespeichert habe, warum nutze ich das dann nicht? Schon minimal dämlich, aber okay. Klaus. Dragonsword, Klaus. Und so ein Schild, okay. Stones muss ich eigentlich jetzt nicht ausrüsten. Nee. Der ist ja eigentlich nur zum Leveln damit bei, von daher ist das soweit okay. Na dann, ja, okay, für die paar Tausend. Also wir können jetzt natürlich nochmal, wir leveln nochmal ein bisschen, ne? Dann ist das hier gleich durch. Komm, wir ziehen das mal auf 500. Dann ziehen wir das hier, können wir das auf 500 ziehen? Müsste auch noch gehen. Relativ problemlos. Jawohl, okay, das kostet jetzt schon 3000. Jeweils kriegen wir da 525, finde ich ganz nett. Und den Rest behalte ich jetzt, glaube ich, erstmal. Die 87.000 können erstmal liegen bleiben. Wobei, wofür? Gib mir einfach mehr Life. Machen wir hier nochmal 200 raus und dann ist das soweit. Dann können wir auch 225 draus machen. Das sollte auch noch reichen. Aufpassen, dass wir nicht zu viel ausgeben, dass wir entsprechend im Dungeon hier noch starten können. Und go! Gut, dann level ich den Shifter noch mal ein bisschen. Lese mir vielleicht noch ein paar Sachen dazu durch und dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.